Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ben und ich freue mich, euch zu einer weiteren Folge fest begrüßen zu dürfen. Wir sind gerade auf dem Weg zu einer verschlossenen Tür und müssen uns dazu durch diesen seltsamen Wald, Acker, ups, okay, bye bye, Gomez. Wald, Acker, Baumhaus, Acker, ja, was auch immer. Quälen, quälen, springen, hüpfen und da sind wir auch schon. So, wir sind hier in unserem neuen Bereich, da waren wir vorher noch nicht gewesen. Genau, und hier sehen wir, hier gibt es einen ganzen, nein, falsch, hier gibt es vier Scherben und eine Schatzkiste. Und Gomez liebt Schatzkisten. Nein, ich mag natürlich Schatzkisten. Also, klettern wir doch mal hier nach oben. Oh, diese Stufen hier sehen irgendwie äußerst seltsam aus. Die habe ich so noch gar nicht gesehen. Da gehen wir mal vorsichtig ran. Eine Scherbe, da waren es noch drei. Hopp. Oh. Habe ich mir doch gedacht. Habe ich mir doch gedacht. Ja, ihr seht's, ne? Die fallen einfach hier zu Staub. Die zerfallen zu Staub. Nicht die fallen, sondern die zerfallen zu Staub. Ups. Gut. Ich nehme Wetten an, was in der Schatzkiste ist. Ich tippe, wir hatten das letzte Mal zwei Schatzkisten, da war drin ein Schlüssel und ein Schlüssel. Also ist hier doch garantiert eine Schatzkarte drin. In der Schatzkiste eine Schatzkiste, klar. Eine Schatzkarte! Yay! Und wieder eine Schatzkarte, mit der ich leider auch genauso wie mit diesen blöden Artefakten hier nichts anfangen kann. Mir will sich der. Oh, Moment. Das sind ja dieselben Zeichen drauf wie auf den Artefakten. Aber bringt mich das weiter? Nö. Tja. Jetzt nehme ich ausnahmsweise mal nicht mitten in der Nacht auf und trotzdem erschließt sich mir das hinter diesen ganzen Rätseln leider gar nicht. Da ist aber doch, guck mal hier, das ist doch mit dem Strich nach links. Hier ist das mit dem Strich nach rechts, das Viereck drauf, und hier ist das Viereck mit, ja, dieser fehlenden Ecke drauf. Ich, keine Ahnung, Bahnhof. Bahnhof, tschut, tschut. Gut, was sagt die Karte? Wir haben hier alles, also treten wir den Rückweg an. Über diese zerfallenden, was auch immer, Plattformen. Von nichts verschlungenen Plattformen. Hab da rein. Komm, rein mit dir. Können wir hier noch was finden? Ja, es geht hier noch hoch. Da haben wir noch einiges aufzudecken. Und es geht hier zur Seite. Ich wäre mal dafür, dass wir einfach mal zur Seite gehen und schauen, ob wir hier nicht vielleicht noch, wie ihr seht, hier ist. Moment, ich drehe es mal so, dass man es vielleicht besser sieht. Hier. Dieses kleine blaue Viereck, diese kleine blaue Raute mit dem Fragezeichen drin, heißt, dass hier noch ein Geheimnis versteckt ist. Schauen wir doch mal, ob sich das Geheimnis uns noch erschließt. Achso. Ja, ich vermute, das Geheimnis ist hier oben auf dem. Ne? Hier. Wo uns Dot auch nicht mehr sagt als. Punkt, Punkt, Punkt. Ich frage mich, was es ist. Ja, ich frage mich auch, was es ist. Danke. Es ist irgendein Monolith mit. Tja, mit was? Mit einem kleinen schwebenden Würfel in der Mitte. Was auch immer mir das sagen soll. Bit ist keine große Hilfe. Oh, ich hätte da sollen. Naja, okay. Wieder zurück. Es geht nämlich hier hoch. Genau, da geht's hoch. Zack. Tja, da wollen wir rein, ne? In die Jägerhütte. Sorry, Leute. Und diese Jägerhütte hat dieses wunderbare Geheimnis, dass ich, wenn ich durch die gleiche Tür wieder rausgehe, durch die ich reingekommen bin, in einem anderen Level lande. Ja, in einem verregneten Eternal Nightmare Level. Kommen wir da rüber? Da geht es noch runter, oder denke ich das gerade nur? Tja, da ist zwar eine Ranke zum Runterklettern, aber da scheint es nirgendwo hinzugehen. Also, komm, es nimmt beherzt Anlauf und springt. Oh, zu weit, verdammt. Ha, perfekt. Da ist eine Tür. Okay, wir wollen dann mal zuerst die beiden Würfelscherben hier einsammeln, bevor wir uns. Komm, lass mich da hoch. Bevor wir uns um die Tür kümmern. Einmal drehen, zweimal drehen und abwärts, abwärts. Ja, wie kommen wir da jetzt wieder zurück? So. Wupp, 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 wupp. Ja, perfekt. Nee, da wollte ich doch hin. Danke. Lass los. Ach, ich hab's noch nicht so mit der Steuerung. Und rein mit uns. Was verbirgt sich hinter der Tür? Wahrscheinlich eine Sackgasse. Denn wir haben im Hintergrund kein neues Level gesehen. Also, Daumen drücken und. Oh. Okay. Nix gesagt.
Ich hab nichts gesagt. Immerhin Portal, yay. Ist das nochmal ein Level-Hub, das da? Oder ein großes Verzweiger-Level? Weil da oben war ja so ein angeblich Zeitreiseportal. Naja. Naja. Sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ein bisschen düster, Grabsteine. Genauso. Hep. Meine Stimmung eigentlich. Was sehe ich hier eigentlich immer, wenn es blitzt? Warte mal kurz. Seht ihr das? Was ist denn das? Och Gott, nee. Wirklich? Versteckte Plattform. Oh Gott. Ich habe jetzt schon totalen Hass. Nein, habe ich natürlich nicht. Wir werden uns hier tapfer durchkämpfen und Gomez durch die Level leiten, als gäbe es keinen Morgen. Sammeln hier unsere Scherben ein. Zack. Go, Gomez, go. Okay, wie kommen wir jetzt weiter? Hier kurz die Abkürzung. Da geht's wieder hoch. Hep. Noch eine Scherbe. Yay. Da ist noch eine Scherbe. Die können wir so einsacken. Whoop, was war das? Achso, schockschwere Not. Ich hatte den Würfel voll. Hier geht's weiter, hier geht's weiter nicht. Runterfallen, drehen. Tja, wie komme ich jetzt da hoch? Achso, klar, da komme ich hoch, okay. Nee, ah, Gomez. Gomez, du musst auch schon bremsen auf dem kleinen Absatz. Genau, wir müssen jetzt nämlich hier warten, bis es blitzt. Dann müssen wir uns genau merken, wo die Plattform ist. Achtung. Zack, und hin mit uns. Komme ich da jetzt schon hoch? Ja, einwandfrei. Drehen. Und, da ist auch schon unsere Scherbe. Schauen wir uns hier noch kurz um, ob es hier was gibt. War falsche Richtung. Nein. Okay. Dann müssen wir hier jetzt wieder zurück. Da habe ich es nämlich schon wieder beim Blitz gesehen. Was ist denn heute los? Muss ich gleich mal einen Schluck trinken. Und hepp. Und hepp. Ach, guck mal, man sieht es auch schon tatsächlich am Regen, wo die Plattformen sind. Da war es nicht. Hepp. Upp. Perfekt. Tada. So, jetzt müsste ich natürlich theoretischerweise hier sagen, link mir das Portal bitte. Ne, ist schon gelinkt, okay. Ah, ich verstehe. Die verschiedenen Farben sagen mir dann, wohin ich teleportiert werde, wenn ich reingehe. Ich verstehe. Also gibt es noch mindestens eins, zwei weitere Portale. Oh mein Gott. Nein, ich habe natürlich nicht, oh mein Gott, gesagt. Ich habe gesagt, yay, mehr Portale. Mehr Level, mehr zu erkunden, mehr, ja, whatever. So, hier ist noch eine Tür. Wir wollen aber zuerst an die Spitze des Turms. So, wo regnet es hier? Da regnet es. Da regnet es hin. Da ist eine versteckte Plattform. Da ist noch eine. Und dann können wir gleich weiterspringen. Hup, Glück gehabt. Hui, hui, hui. Kurz umschauen. Nein, hier ist nichts. Und dann geht's hier weiter. Eins, zwei. Ja, Gomez im Blindflug. Yay, Gomez, Gomez. Und hoch. Und da ist eine Tür. Wie komme ich jetzt da weiter hoch? Sieht jemand was, wo sich Regen drauf abzeichnet? Nö. Dann müssen wir wohl versuchen hier. Ja, perfekt. Und hoch. Und einwandfrei. Tada. Gut. Schauen wir kurz auf die Karte. Tja. Da ist noch ein Portal, sagt sie mir. Das haben wir schon gefunden. Ich würde sagen, wir fangen einfach oben an und fräsen uns hier von oben nach unten durch die Türen durch. Und eine schöne weitere Totenkopfwelt. Was haben wir denn hier? Wieder ein paar Scherben. Oh, der dreht sich mit. Uah, gruselig. Wenn ich mich schnell genug drehe, kann ich hinten dran schauen. Nö. Okay, bevor es hier noch schlecht wird, hören wir auf damit. Frisst er mich vielleicht oder sowas? Nö. Der dreht sich einfach nur mit, weil er cool ist. Okay. Upp, kann ich gar nicht hin. Okay, so. Ich dachte, ich könnte da drauf, waren fast. Oh. Sehr interessant. Okay, da kann ich nicht drauf, weil die nur so flach sind von der Seite. Geht's hier hoch? Ist noch was? Kann ich hier wirklich auch nicht drauf hüppen? Nö. Da kann ich aber hoch. Okay, dann können wir hier weiter auf die unsichtbare Plattform. Oh, was war denn das? Ich habe eine Spur nach mir hergezogen. Also Anlauf und hepp. Ich habe da beim Blitz was gesehen, was mir irgendwie Angst macht. Das sieht nämlich aus wie ein Geist. Jungs und Mädels, habt ihr das gesehen? Pass mal auf, seht ihr das? Ich möchte von dem Geist ungern gefressen werden. Tja. Bewegen tut er sich mal nicht, der Geist. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich oben drauf laufe. Nix. Auch ganz interessant. Jo, was haben wir hier noch?
Tja, hier will Bitli nochmal, Bitli sag ich, Dot nochmal was von mir, aber sorry Dot, ich weiß nicht, was du von mir willst. Wenn du mir keine Möglichkeit gibst, hier was zu. Au! Diese Grabsteine scheinen drehbar zu sein. Ah! Vielleicht kann man sie mit genauer greifen, damit. Das ist eine rein wissenschaftliche Vermutung. Ja, dann lass uns doch mal kurz überlegen, wohin könnten wir die denn schieben? Was wäre das denn für ein. Was würde das denn für einen Sinn? Ja, sorry. Hier schnell durch. Was würde das denn für einen Sinn machen, wenn ich die drehen? Ach, verdammt, falsche Taste. Wenn ich die drehen könnte. Mal schauen, ob ich sie alle gar in die gleiche Position drehen kann. Also ich meine, ich kann sie natürlich. Ich kann sie natürlich alle gar in die gleiche Position drehen, aber was bringt mir das? Das hier. Okay, nochmal drehen. Drehen. Den haben wir jetzt auch. Jetzt können wir den hier noch drehen. Wie komme ich von hier aus jetzt dahin? So. Und hab. Okay, den müssen wir auch mal drehen. Hier so festhalten. Und drehen. Tada! Ah! Nice. Tür. Ja. Großen Tonschädel mit einem Anti-Würfel. Oh, ah, okay. Ich wollte gerade schon fragen, wie geht's hier weiter? Das sind natürlich wieder die Plattformen versteckt, die ich nicht sehe. Außer bei Blitz und Regen. Da geht's weiter. Hup, vorbei. Da und da. Dann doch hier. Aber wie komme ich da hoch? Kann ich hier vielleicht drauf springen? Nö. Gut, mal zurück. Also da hoch, da hoch. Schauen wir mal, ob wir es an eine andere Position bekommen, wenn ich mich hier irgendwie anders nee, drehe. Nö, ich muss da. Nö, ich krieg sie nicht. Ich krieg sie nicht. Kann mich aber auch am Rand festhalten. Also. Ja, im Dunkeln hinzuspringen, wo man nichts sieht, ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht, Leute. Also mal kurz schauen. Hier ist der Rand. Jetzt habe ich sie. Hoch. Gut. Dann drehen wir uns so, dass wir da hochhüpfen können und haben einen Anti-Würfel. Anti-Würfel. Tada. Und ein Tor. Du hast 16 Würfel gefunden. Wie 16 Würfel? Du weißt, was zu tun ist. Ach, zählen die. Ah, zählen die da auch zu? Zumindest glaube ich, dass sie letzte ist. Ich. Can't believe it. Okay, die Anti-Würfel zählen auch zu den Würfeln, die ich benötige, um die Türen zu öffnen. Das ist gut zu wissen. Da haben wir jetzt 16, aber haben hier auch ein Portal. Das geht wohin? Da geht natürlich wieder dann hier an 0 zurück. Da wollen wir aber noch nicht hin, denn wir wollen noch schauen, ob wir hier die beiden Türen öffnen können. Haben noch ein bisschen Zeit dazu, das ist auch gut. Kurzer Blick auf die Uhr. So, oh, komm, Gomez, jetzt aber, Weichei. Überlebst du wenigstens das? Ja, wenn ich nicht runterfallen würde, würde er es überleben. Leute. Jetzt. Und rein mit uns. Schön. Trouble in Skeleton Town, in Skull Town. Und rein mit uns. Das war die Tür ganz oben. Dann schauen wir uns nochmal an, was die Türen weiter unten noch preisgeben werden. Machen wir die nächste Tür. Da ist keine. Abwärts. Abwärts. Da ist unser angebliches Zeitreiseportal, was sich dann nachträglich zu einem Teleportationsportal entpuppt hat. Da ist eine Tür. Hoppa. Da kommen wir da hinten hin. Let's see what we will get there. Ah, sehr schön. Mehr Mausoleen für Gomez. So, kurz umschauen. Verschlossene Tür, ein paar Scherben. Ich könnte auch einfach auf der Karte gucken, was es gibt. Vier Scherben, eine verschlossene Tür und eine Kiste. Kiste. Kiste? Kiste. Mehr Kisten für Gomez. So, da komme ich so nicht hoch. Sehen wir irgendwo eine Plattform im Regen? Nö. Hier aber. Zack. Bringt mir das irgendwie was? Nö. Das bringt mich nur hier hin. Tja. Da haben wir immer eine Scherbe und eine Tür. Wollen wir da schon reingehen? Nö, wir laden, machen es erstmal hier das Level leer. Also das heißt, dass wir die ganzen Scherben aufsammeln, wenn ich hochkommen würde. Dann muss ich doch da. Okay, jetzt verstehe ich den Sinn der Plattform da hinten. Also wir sind hier hin und dann hier hin. Ach so, und jetzt kann ich mir nochmal die Plattform suchen. Wo war sie? Hier. Und dann kann ich hier weiter springen. Okay, jetzt schauen wir hier noch, was wir hier erreichen können. Nix. Da ist aber nochmal Schrift.
Ach Gott, kann mir die bitte mal übersetzen? Danke. Wie komme ich hier weiter? Da hoch komme ich nämlich nicht. Plattform im Regen sehe ich auch keine, so nicht. Sehen wir hier was? Los, Blitz. Ah, ich kann hier. Kann ich hier weiter springen? Huah! Ja, nein, kann ich nicht. Okay. Tja. Wie komme ich da hoch? Nö, keine Ahnung. Nö. Blitz. Tja, also hier sind zwar Plattformen, aber die bringen mich nicht weiter nach oben. Moment, doch, hier. Jetzt. Hier und hier. Hoch. Jetzt drehen. Genau. Das ist ein weiter Sprung. Schafft er das? Schafft Gummis das? Und hopp. Jupp. Ah, nein! Dankeschön. Dankeschön. Hopp. Gleich weiter springen. Nicht stehen bleiben, gleich weiter springen. Stopp. Okay, drehen und eins, zwei. Ach, verdammt. Und hopp. Kann ja zum Glück schneiden. Und hopp. Und wir sind oben. Ist hier eine Tür? Keine Tür. Aber da sind die Plattformen, mit denen komme ich dann zu meiner Schatzkiste. Komm, hoch mit dir. Nicht faulenzen, klettern. Nein. Da ist Nummer eins, da ist Nummer zwei und. Ach, komm. Und hopp. Und? Wieso erwische ich die nicht? Ist noch Sauerei hier. Gut. Ich sehe, es kommen ja. Jetzt habe ich es. Okay. Und. Schatzkarte. Und eine Tür. Tada! Tja, zweimal falsch gelegen, zweimal richtig gelegen bei den letzten vier Kisten. Das ist doch ein guter Schnitt. Man soll da aufhören, wenn es am meisten Spaß macht. Was haben wir hier? Tja, ja, wieder eine Schatzkarte, die mir absolut mehr Rätsel aufwirft, als sie löst. Sorry, aber ich blick nicht durch. Diese seltsamen Kästen haben andere Symbole immer in sich. Der hier Strich von oben nach unten, der hier von links nach rechts, der hier von rechts nach links. Und der hier von, ne, oben nach unten und von rechts nach links. Und sie sagen auch, ja, das sind Positionen, aber welche? Ne, weil ich mein, die gefüllten Türen, ich nenne es mal Türen, die sind auch immer an derselben Stelle, aber das sagt mir leider überhaupt nichts. Vielleicht ist das ja deren, vielleicht hat es ja irgendwas mit deren komischen Alphabet zu tun oder weiß der Geier was. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir werden sicherlich noch immer dahinter kommen. Gut. Wir sind oben. Sorry. Hier ist eine Tür. Das sieht aus, als würde es da hinten nicht allzu weit weitergehen. Also einfach rein mit uns. Da, 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 da. So. Kurz umschauen. Da ist eine Scherbe. Eine Scherbe. Hier sind noch Plattformen. Hier sind noch Plattformen. Achso, clever. Und hoch mit uns. Komm, hoch. Komme ich von hier aus? Komme ich auch bestimmt. So, genau. Und auf den Blitz. Und hopp. Sehr schön. Drehen. Und hoch. Das war's. Würde ich mal sagen. Gold? Ja, Gold. Vielen Dank. Zurück, zurück und wieder rein. Und auf zur nächsten Tür. Die war wo? Lassen wir uns einfach hier fallen, oder? Uah. Nö, lassen wir nicht. Und hoch. Und abwärts. Und abwärts. Und Sprung. Ja. Ist hier eine Tür? Nö. Aber von hier aus muss ich auf den. Auf! Danke. Hier drauf, genau. So, weiter. Och, sag mal. Ein bisschen mehr Schwung hier, Gomez. Und gleich weiter. Und gleich weiter. Yay. Hier war eine verschlossene Tür. Dann können wir hier auch gleich zack, zack, zack weiter fallen lassen. Ist hier eine Tür? Ja, da ist eine Tür. Aber ich denke, wir bleiben zuerst mal hier oben und nehmen die verschlossene Tür mit. Dankeschön.
Ah, vor mit dir. Zack, zack. Da ist die verschlossene Tür. Genug Schlüssel haben wir ja. Rein mit dir, Gomez. Nice. Leute. Ich glaube, ich habe herausgefunden, für was ich die Schatzkarten brauche. Denn das hier sieht mir sehr verdächtig nach genau dem aus, was hier auf meinen Schatzkarten ist. Kurzer Check. Drei Türen in der ersten Reihe, zwei Türen in der zweiten Reihe, drei Türen in der, nein, vier Türen in der dritten und drei Türen in der vierten Reihe. Schauen wir mal, ob wir sowas, ob wir so eine Anordnung hier finden. Das ist nicht, das ist sie auch nicht, das ist sie auch nicht und das ist auch nicht. Moment, drei Türen oben, drei Türen oben, drei Türen. Ja, was? Soll ich jetzt einfach reingehen oder was? Genau, 100 Gummipunkte. War so klar. Fühle ich mich gerade wie bei Asterix und Obelix hier, ne? Olympischen Spiele oder was war? Komm. Naja, gut. Lassen wir das, bis wir das Rätsel des Lösung wieder irgendwie irgendwo zufällig drüber stolpernd finden. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle wieder Schluss. Die 20 Minuten sind vorbei. Ich stelle hier noch schnell hoch, während ich mich von euch verabschiede. Soll euch das Video gefallen haben, würde ich mich über eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines, hier steht wieder irgendein Text, ja, in Form eines Kommentars und/oder eines Likes freuen. Ebenso würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es heißt, Ben scheucht Gomez durch tausende Gräber und Grüfte. Bis dahin, ciao, ciao.